Hi Folks! Ja, es ist Montag und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Hab jetzt Feierabend gemacht. Ich habe heute tatsächlich eine Stunde länger gearbeitet. Und zwar, weil wir, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, aber dann sollte ich das auch erzählen, weil ich habe ja jetzt überhaupt keine Videos gemacht, großartig. Weil wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun und das heißt, es ist also möglich, Überstunden zu machen. Ich habe sogar vorletzten Samstag 5 Stunden gearbeitet. Das war eine absolute Premiere, weil ich bin im Januar bin ich 15 Jahre bei uns in der Firma und das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich in dieser Firma samstags arbeiten gewesen bin. Heftig auf jeden Fall. War absolut okay. Schön 5 Stunden gerissen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist es momentan also absolut möglich, Überstunden zu machen, weil wir echt, Gott sei Dank, muss man ja sagen, endlich wieder eine bessere Auftragslage haben. Das war ja lange richtig, richtig scheiße. Jetzt geht es aber halt wieder aufwärts. Das ist super. Und deswegen nehme ich natürlich die Stunden gerne mit. Und ja, mein Plan für diese Woche ist so, dass ich ja, jeden Tag außer Freitag eine Überstunde mache. Dann habe ich schon wieder 4 Stunden im Sack. Aktuell stehe ich bei 8, glaube ich. Und von daher nehme ich das doch auf jeden Fall gerne mit. Jetzt wird es ein bisschen lauter, weil hier fahren ein paar Autos durch die Gegend. Aber gleich, wenn wir wieder auf der anderen Straßenseite sind, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ich habe gestern mein Jubiläumsvideo aufgenommen. Ich habe gestern, ich glaube, 5-mal oder so angefangen. Und ich war irgendwie die ganze Zeit absolut unzufrieden. Und dann habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, ich höre jetzt einfach erstmal auf und gucke mal, ob ich dann irgendwie nicht morgen weitermache. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Also Gott sei Dank hat diese Pause, die ich gemacht habe, mir gereicht. Ich habe dann so 2 Stunden, habe ich dann einfach mal nichts gemacht, habe einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, habe mir ein kleines Skript geschrieben, weil Skript kann man ja auch gar nicht wirklich sagen, sondern ich habe mir einfach so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und ja, wie gesagt, habe das Video dann gestern fertig gemacht, habe es auch noch fertig geschnitten und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Ist halt so ein typisches Bernie-Laber-Video, eigentlich so genau, wie ich es auch haben wollte. Ich habe jetzt irgendwie kein Mega-Special da gemacht für dieses Jubiläum. Und ja, wie gesagt, deswegen einfach so ein Naber-Video, wo ihr halt auch einiges an Glückwünschen von anderen noch dabei war. Also ein paar Schnipsel habe ich damit reingepackt. Aber wenn ihr dieses Video hier seht, dann solltet ihr im Normalfall ja auch schon das Jubiläumsvideo gesehen haben. Ne? Deswegen, also ich fange jetzt auf jeden Fall auch wieder an mit meinen Wochenrückblicken. Ich habe einfach jetzt auch wieder Lust und ja, da ich diese tolle Handyhalterung hier habe und vor allen Dingen, da das Wetter auch echt mitspielt. Heute Morgen war so ein bisschen Niesel, so Sprühregen, das war jetzt nicht ganz so geil, aber jetzt ist halt, es ist trocken, die Sonne scheint, ein paar Wölkchen am Himmel und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich doch einfach mal ja, mein Handy schön auf die Halterung hier packen und kann euch mal ein bisschen zulabern. So, ne? Deswegen, ich finde das vor allen Dingen auch richtig cool mit dieser Dual-Kamera-Funktion. Gut, dass ich euch jetzt nicht die ganze Zeit in die Augen gucke, ist klar, denke ich mal. Ich muss mich halt logischerweise auf die Straße konzentrieren. Aber der ein oder andere hat das ja schon auch gesehen mit dieser Dual-Kamera.
Und das wurde auf jeden Fall von euch bis jetzt sehr gut angenommen. Deswegen werde ich das mit Sicherheit nicht das letzte Mal gemacht haben, weil ich persönlich die Funktion auch auf jeden Fall ziemlich cool finde. Ja, was kann ich euch denn noch so erzählen? Na klar, in den letzten Wochen ist einiges passiert. Ich werde da jetzt nicht irgendwie extra nochmal einen Vlog oder so für machen. Ich werde euch das jetzt einfach mal so schön hier erzählen. Also unter anderem, das habe ich ja auch in meinem Jubiläumsvideo schon erzählt, war ich mit einem Arbeitskollegen auf der Toy Plosion in Castrop-Rauxel, wo ich dann auch den Onkel Weidemann mit einem Kumpel getroffen habe. Ich war natürlich logischerweise bei den ganzen Arminia-Heimspielen, bis auf das Spiel gegen 1860 München. Da ging es mir nämlich nicht so gut. Da war ich ein bisschen erkältet und so, und ich dachte mir, nee, also so wichtig ist es mir jetzt nicht. Die Gesundheit geht auf jeden Fall vor. Deswegen habe ich da einfach mal ausgesetzt und war dann zu Hause. Dann war ich unter anderem noch auf dem Deichkind-Konzert hier bei uns in Bielefeld. War ein Open-Air-Konzert, das war auf jeden Fall auch ganz cool. Und ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, was habe ich denn noch gemacht? War da noch irgendwie was Spannendes? Ich kann es euch gerade gar nicht mehr sagen. Ja, diesen Samstag wäre ich eigentlich in Bochum gewesen. Genau, da hatte ich auch eine Karte für die LIGO, für die Let Your Geek Out Party. Aber irgendwas hat mir gesagt, bleib mal zu Hause. Irgendwie fühlte ich mich nicht so fit und so, und habe dann habe dann einfach entschieden, dass ich dann zu Hause bleibe. Ja, meine Karte hat auch jemand genommen. Die 15 Euro habe ich wieder im Sack. Von daher alles gut. Ja. Ja, und ansonsten, Leute, was soll ich sagen? Ich zocke momentan mit richtig viel Motivation zocke ich Space Marine 2. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Das ist richtig cool. Also das ist schon fast so gut, dass es sich lohnen würde, ein eigenes Video dazu zu machen. Also ich finde es wirklich echt frisch. Sieht super aus. Es macht einfach echt eine Menge Spaß. Und das ist ja eigentlich auch so das, was man von den meisten Leuten hört, die das zocken. Ja, und da kann ich mich halt nur anschließen. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Game. Und ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, dass wenn ich irgendwas richtig hype, dann, ja, dann aber richtig. Und deswegen habe ich mir auch unter anderem so ein paar Figürchen von Space Marine 2 bestellt. Ich habe einiges bestellt. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann die Sachen ankommen werden. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass ich euch das alles schön präsentieren werde in so ein paar einzelnen Videos. Es sind insgesamt 4 Sachen, die ich mir bestellt habe. Vielleicht kommen mir auch zufällig 2 Sachen relativ zeitgleich an, dann kann ich das ja auch zusammenpacken. Aber das sind, denke ich, Sachen, wo es sich auf jeden Fall lohnt, ein kleines Video zu machen. Ja, und ansonsten, ja, geht es jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall wieder los. Ich habe das ja in diesem Jubiläumsvideo halt auch schon gesagt, dass ich natürlich dann auch dabei bleiben werde, was ich zuletzt erzählt habe, dass ich bei meinem Thanos-Move bleibe und bei 2 Videos im Monat halt, wie gesagt, bleiben möchte. Und ich denke, dass das so für mich auf jeden Fall passt. Und ich hoffe, dass das für euch dann auch so passen wird. So, jetzt fahren wir hier durch den Park. Ist aber nicht wirklich groß was los. Von daher alles gut. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwie was Spannendes gibt. Ach so, ja natürlich. Was heißt denn ja natürlich? Also
Ich möchte auf jeden Fall dann jetzt auch demnächst endlich mal wieder ein Community Gaming an den Start bringen. Ich habe gestern Abend schon mal so ein bisschen den Kalender überflogen und na gut, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wann genau das stattfinden könnte. Aber ich bin gerade auf jeden Fall einen Termin am raussuchen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock. Denn ich hab Bock. Ich hab richtig Lust, mal wieder mit einer größeren Runde zusammen im Discord abzuhängen und ein bisschen was zu zocken. Genau, ja. Das soll's dann, denke ich, auch an dieser Stelle echt erstmal gewesen sein. Schon 10 Minuten am Quatschen. Und das für den ersten Schnipsel diese Woche. Bin mal gespannt, was diese Woche noch so passiert. War auf jeden Fall ein ziemlich guter Wochenstart. Irgendwie keinen Ärger gehabt, keinen Stress gehabt. Von daher, so kann man auf jeden Fall mal in eine neue Woche an Montag reinstarten. Ja, wie gesagt, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bin auch eigentlich fast zu Hause. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Schnipsel. Moin, Folks. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich vernünftig sehen könnt. Ja, heute schon wieder Donnerstag. Das letzte Mal haben wir uns am Montag gesehen. Ganz so viel ist nicht wirklich passiert. Gestern war es soweit. Gestern hatte ich mein fucking 10-jähriges YouTube-Jubiläum. Wirklich Wahnsinn. Wirklich absoluter Wahnsinn. Und ja, mein Video ist gestern online gegangen. Wer es noch nicht gesehen hat, klickt euch auf jeden Fall gerne mal rein. Und ich möchte mich auch auf diesem Wege auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die mir einen Gastbeitrag geschickt haben. Leider haben es nicht alle pünktlich geschafft. Ich habe da nämlich noch einen Nachzügler für euch. Und ja, den werde ich euch jetzt einfach mal einspielen. Weil ich sag mal, besser spät als nie. Und das ist der gute Mirko. Vom Kanal Mirkos Kosmos. Und den knalle ich euch jetzt einfach mal hier rein. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit seinem Gastbeitrag. Alter Verwalter, 10 Jahre Bernie auf YouTube, das ist mal echt ein fetter Meilenstein. Also da ziehe ich mal kurz mein Cappy und setze es dann schnell wieder auf. Ja, Respekt auf jeden Fall, Bernie, ne, dass du dir die 10 Jahre hier jetzt mühsam, aber immer mit Haltung ergrindet hast sozusagen. Ich muss sagen, du bist tatsächlich auch einer der ersten Tubies, die ich auf YouTube abonniert habe, ne? Also kurz nachdem ich dann selber meinen Kanal in 2017 eröffnet habe, bin ich dann relativ schnell auch auf deinen Kanal gestoßen und bin da hängen geblieben auf jeden Fall, weil du genau den Content gemacht hast, auf den ich auf YouTube immer so Bock hatte, nämlich dieses Broadcast Yourself auf jeden Fall. Ne? Diese Fahne, die hältst du ja noch bis heute hoch, muss man ja sagen. Ne? Und ja, bist dir da auf jeden Fall treu geblieben und machst jetzt schon über 10 Jahre sympathisch, authentischen und guten Content auf jeden Fall, den ich mir auch immer wieder gerne anschaue. Du bist, glaube ich, auch tatsächlich der einzige YouTuber, von dem ich auf meinem Kanal mal ein Video hochgeladen habe. Wir hatten ja mal diese Kanaltauschaktion irgendwie vor ein paar Jahren, ne, noch auf meinem alten Kanal, wo es dann auch um das Thema Lootboxen ging. Ne? Das war so ein Format, was ich bei dir regelmäßig geschaut habe. Und ich bin auch jetzt immer noch mal wieder am Start, wenn du dann am Vloggen bist. Und ist auch schon krass, wie tief du uns dann hier auch immer mal wieder so in deine Seele schauen lässt. Ne? Also gerade erleben wir ja deine Midlife-Crisis mit. Ich würde dir empfehlen, dir ein Motorrad zu kaufen. Das habe ich irgendwie gegoogelt. Ne? Dr. Google sagt, das hilft am besten gegen Midlife-Crisis. Nee, mal ganz im Ernst. Ne? Ich hoffe, dass du ja schnell wieder
ja, auf die Beine kommst, sag ich jetzt mal, ne, dass du wieder ein bisschen mehr Bock auf YouTube entwickelst. Du würdest auf jeden Fall hier fehlen. Du bist auch jemand, der bei dem Wort Community immer Caps Lock am Start hat, ne? Also der Community groß schreibt. Und das weiß ich auf jeden Fall auch sehr zu schätzen. Und ja, ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre Bernie auf YouTube sehen werden, dass du jetzt auch bald dann endlich mal die wohlverdienten 1000 Abos knackst und dann gibt's den nächsten Glückwunsch von mir. Alles klar. Also bleib, wie du bist. Lass dich feiern. Und ja, bis demnächst, glaube ich. Keine Ahnung. Mal schauen. Tschüss. Ja, ansonsten ist es wie gesagt Donnerstag. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe das Fenster aufgemacht und es hat gepisst wie Sau. Dann habe ich mich dann direkt dafür entschieden, dass ich heute nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ihr seht es ja jetzt gerade, dass ich zur Bahn laufe. Ja, es ist zwar immer noch am Regnen, aber deutlich weniger als wie ich dachte. Ich hätte jetzt eigentlich doch mit dem Fahrrad fahren können, aber ja, in meinem Kopf hatte ich eben jetzt einfach schon so beschlossen, dass ich es heute nicht mache. Und ja, deswegen bin ich jetzt gerade, wie gesagt, unterwegs zur Bahn. Nachher wird es ein bisschen nervig, weil ich dann relativ spät zu Hause bin. Oder was heißt relativ spät? Aber deutlich später, als wenn ich mit dem Fahrrad fahren würde. Weil ich ja aktuell auch Überstunden mache. Weil wir ja eine Menge zu tun haben. Ich habe es, glaube ich, am Montag schon gesagt. Und die Stunden nehme ich natürlich gerne mit. Jeden Tag ein Stündchen. Gut, morgen werde ich pünktlich Feierabend machen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber warum soll ich die Stunden nicht mitnehmen? Ne? So, jetzt geht's ab zur Arbeit. Und ja, schauen wir einfach mal, wie der Tag so wird und ja, was mich heute so erwartet. Bis zum nächsten Schnipsel. So, es ist Freitag. Ich habe Wochenende. Heute habe ich keine Überstunden gemacht. Das werde ich auch nächste Woche wahrscheinlich so weiterführen. Also, dass ich dann von Montag bis Donnerstag jeweils eine Überstunde mache. Freitag aber nicht. Freitag zum Wochenende hin möchte man ja auch pünktlich nach Hause, möchte man ja pünktlich Feierabend machen. Ja, genau. Und ich fahre jetzt erstmal zu meinen Eltern und werde mir da ein bisschen was reinpfeifen. Gibt es lecker was zu essen? Und ich dachte mir, schönes Wetter. Ich bin sowieso mit dem Bike unterwegs, dann kann ich euch wieder ein bisschen voll quatschen. Und ein bisschen was erzählen. Den kriege ich noch. Genau, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Viel ist die Woche über jetzt nicht passiert. Aber was ich glaube ich noch nicht erzählt habe, ist die Story mit meinem Glasfaseranschluss. Ja, tatsächlich habe ich mir einen Glasfaseranschluss über die Telekom bestellt. Das war irgendwie alles eine ganz kuriose Geschichte. Auf jeden Fall kam es irgendwie raus, dass die Telekom zu mir meinte, ja, demnächst ist ja bei Ihnen Glasfaser verfügbar. Und ich sag mal so, als zockender Nerd und Creator, oh, jetzt brennt mir mein Auge, das war dann an Tränen, oh, ich hasse das, wenn mein Auge tränt und wenn man so ein bisschen verschwitzt ist und das läuft dann ins Auge, ist das echt ekelhaft. So, ich war beim Glasfaseranschluss stehen geblieben. Jedenfalls kam es so raus, dass demnächst bei mir Glasfaser verfügbar ist. Und ich dann mit der guten Dame da geschrieben habe. Und ja, letztendlich habe ich mir jetzt eine 600.000er Glasfaserleitung bestellt. Mit 300.000 im Upload, meine ich. Was halt geisteskrank ist, weil wenn ich überlege, dass ich jetzt 40 MB Upload habe und dann 300, ist das schon ein heftiger Unterschied. So, ne? Mein Gott, so traurig ist es doch gar nicht. Ja, jedenfalls
ist das Ganze beantragt. Ob das Ganze durchgeht, kann ich natürlich noch nicht sagen, weil da gibt es ja noch jemanden, dem das Haus gehört. Ja, mein Vermieter muss dem natürlich zustimmen. Es wäre dumm, wenn er es nicht tun würde, denn das Ganze kostet ihm nichts. Die 700 Euro Kosten trägt halt die Telekom. Ist klar, die wollen ja auch Produkt an den Mann, an die Frau bringen. Und ja, aus diesem Grunde kostet das halt nichts. Und jetzt bin ich momentan in dem Status, dass ich warte, ob mein Vermieter dem Ganzen halt zustimmt. Und wenn ja, dann geht es halt eben weiter. Aktuell hat sich da an dem Auftragsstatus noch nicht wirklich was getan. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass er zustimmt, weil alles andere wäre auch irgendwie total Banane. Das ist gerade schon wieder mega voll. Oh, die Katzen. Das Ding ist, wie gesagt, ich fahre jetzt gerade zu meinen Eltern und da bei uns hier, also in dem Stadtteil, wo ich auch aufgewachsen bin, die komplette und das Ding ist halt, dass der da Hochbahnsteige gebaut werden. Ihr werdet das jetzt höchstwahrscheinlich auch gleich sehen, ja, weil ich werde auch gerade anfahren. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Hier warte ich, weil hier stehen ein paar Autos. Auf jeden Fall da, das ist die Hauptstraße, wo ich jetzt gleich rüber brettern werde. Und da sind die halt momentan, oder was heißt momentan, sind die halt schon seit über einem Jahr dabei, drei Hochbahnsteige zu bauen. Und das dauert jetzt, soweit ich weiß, noch bis, keine Ahnung, ich glaube bis März nächsten Jahres oder so. Also ich finde es natürlich gut, weil die Menschen mit Einschränkungen, Rollstuhl etc. pp., für die macht es das natürlich logischerweise einfacher oder halt auch Mütter mit Kinderwagen und so weiter und so fort. Aber es ist halt natürlich auch für den ganzen Handel und so ist halt scheiße, weil die Leute da gar nicht vernünftig hinkommen, nicht richtig parken können etc. pp. Aber letztendlich muss es natürlich gemacht werden. Nur ihr seht, hier ist halt überall wirklich Chaos am Start. Und deswegen, ja, ich hoffe mal, dass sie da auch gut vorankommen. Die haben es jetzt halt, wie gesagt, schon bis März nächsten Jahres haben sie es halt irgendwie schon verschoben. So ist es halt. So, weg zum Thema Glasfaser. Wie gesagt, also das Ganze ist jetzt momentan noch in der Warteschlange. Ich warte darauf, dass mein Vermieter das Ganze freigibt und dann geht es halt letztendlich weiter. Das geht dann so weiter, dass die Telekom dann einen Besichtigungstermin macht, gucken, wo sie dann am besten reinbohren können ins Haus und so weiter und so fort. Habe ich natürlich, Gott sei Dank, nichts mehr zu tun. Sondern ich fahre hier auch echt einen wilden Stil, muss ich gerade sagen. Letztendlich, wie gesagt, habe ich damit alles nichts, mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun, sondern freue mich dann natürlich, wenn es dann fertig ist und wenn es dann auch wirklich passiert. Das wäre schon sehr, sehr geil, also Glasfaser. Wäre auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer als das, was ich jetzt habe. Ich bin völlig dämlich gefahren, weil es hier gerade richtig voll ist. Auch nicht. Oh Mann, ey. Als Fahrradfahrer in den Feierabendverkehr zu kommen, ist jetzt auch alles andere als geil. Richtig dämlich. Oh
Jesus, ey, ich zieh jetzt hier einfach durch, ist mir scheißegal, komm, fahr. So, ja, aber ich kann es nur nochmal sagen, wenn das Ganze klappt, dann ist das natürlich gerade in den Zeiten, wo die Games immer, immer größer werden, ne, ist das natürlich super geil, auch so mit dem Game Pass, dann ja, zieht, ich meine, ich habe ja jetzt auch schon nicht wirklich das Problem mit meiner 250.000er Leitung, ist das schon super, aber so eine 600.000er Leitung ist halt einfach mal komplett was anderes. Das ist schon, ja, das wäre schon echt eine Nummer, wenn das dann auch alles, wie gesagt, wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt fährt der Bus hier. Oh, heute ist so verkehrstechnisch irgendwie nicht so wirklich mein Tag. Nervt mich gerade so ein bisschen, aber mich erwartet ja gleich ein leckeres Essen. So, weiter geht's. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einer Sache, die ich mir bestellt habe. Ich habe ihr, glaube ich, letztens schon erzählt, also jetzt in diesem Wochenrückblick, habe ich ja irgendwie schon erzählt, dass ich mir einiges bestellt habe. Und ich musste da jetzt nochmal irgendwie richtig durchgucken, weil das war alles so ein völliges Durcheinander und ich gar nicht mehr wirklich wusste, was kommt denn jetzt überhaupt genau wann. Und dabei habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass eine Sache, die ich bestellt habe, tatsächlich irgendwie erst im Februar 2025 verschickt wird. Also eine klassische Vorbestellung. Gut, ist okay, das hätten wir damit auf jeden Fall schon abgehakt. Die zweite Sache, von denen ich heute dann die E-Mail bekommen habe, das wird dann wohl jetzt verschickt. Angeblich passte da irgendwas mit meiner E-Mail-Adresse nicht. Ja, weiß ich, beziehungsweise nicht mit meiner E-Mail-Adresse, sondern mit meiner normalen Adresse. Ja, das wird dann jetzt auf jeden Fall auch verschickt. So, wie ich das mitgekriegt habe und was habe ich denn angestellt? Ich muss jetzt gerade wirklich mal ein bisschen nachdenken, weil ich will natürlich auch nichts verraten, denn wenn die Sachen dann kommen, dann möchte ich die natürlich auch auspacken und euch vernünftig vorstellen, ist ja klar. So, dann hätte ich dann nämlich noch, was ist denn da, Alter? Ey, die ganze Zeit schon am Hupen wie bekloppt und fährt ein Stil wie so eine Geisteskranke, ey. Völlig dumm, ey. Naja, whatever. Genau, eine Sache, die ich bestellt habe, kommt vom Kickstarter. Da bin ich auch noch nicht so viel schlauer draus geworden, wann das dann jetzt wirklich kommt. Damit hätten wir drei Sachen. Und die letzte Sache habe ich gerade echt nicht so wirklich auf dem Schirm, muss ich sagen. Hier übrigens auch wieder, immer noch Baustelle. Es ist echt nervig ohne Ende. Aber man sagt ja auch nicht umsonst, Bielefeld ist die freundlichste Baustelle am Teutoburger Wald. Nein. Also, was habe ich? Ich muss jetzt gerade nochmal in mich gehen. Ich habe, wie gesagt, vier Sachen bestellt. So, die eine Sache von Kickstarter, die eine Sache, die nächstes Jahr erst kommt. Ach so, genau. Ah ja, und mir fällt auch gerade ein, was die letzte Sache ist. Da steht in der App, die ich mir extra dafür runtergeladen habe, dass der Versand vorbereitet wird. Nun gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wann das dann alles letztendlich wirklich kommt. Und ich muss auch echt sagen, dass ich mich auf alle Sachen, die ich da bestellt habe, tierisch freue. Das ist auch logisch, sonst hätte ich die Sachen ja nicht bestellt. Ne? Ich bestelle ja meistens keinen Bullshit. Also in meinen Augen, für viele andere ist das natürlich wieder absoluter Bullshit. Aber wie gesagt, ich freue mich definitiv drauf. So, ich denke, jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Es ist wie gesagt Freitag. Ich bin jetzt gleich mit meinen Eltern angekommen. Es wird erstmal schön gefuttert. Und dann, ja, schauen wir doch mal.
mal, was das Wochenende noch so bringt. Macht's gut und wir sehen uns dann logischerweise beim nächsten Schnipsel. So, ich warte jetzt gerade auf den Olli, weil wir gleich wieder Rocket League zocken werden. Ich hoffe, der Volker kommt auch noch. Und ich habe jetzt gerade meine Dr. Peppers Cherry Coke geöffnet. Ich zeige euch die mal eben. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das ist so Halloween Design, Halloween Edition. Und ja, riecht auf jeden Fall auch richtig geil. Coke fand ich damals schon immer richtig cool. Und die kommt jetzt gerade richtig kalt aus dem Kühlschrank. Also eigentlich unnötig bei 5 Grad, die wir draußen haben im Oktober. Aber ja, die werde ich mir jetzt gleich erstmal schön gönnen. Und ja, dann werden gleich ein paar Runden Rocket League gezockt. Eigentlich so standardmäßig, ne? fast jeden Tag. Ja, und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Vielleicht zocke ich nachher noch ein bisschen Space Marine, vielleicht chatte ich auch einfach nur. Schauen wir mal, jetzt wird auf jeden Fall gleich erstmal ein bisschen abgeraged. So, es ist Sonntag, ich bin jetzt quasi gerade nach Hause gekommen. Ich habe beim Kumpel und seiner Frau gepennt, weil er geht nämlich am Mittwoch erstmal für paar Wochen in die Kur und haben gestern einen gemütlichen Abend gemacht, haben ein bisschen Mario Party und so gespielt. Es ist wirklich schade, dass das neue Mario Party erst knapp in der Woche rauskommt, weil sonst hätten wir uns das zusammen gegönnt und hätten das gezockt. Ja, leider ja, nicht zu machen. Ja, war aber auf jeden Fall ein gemütlicher Abend und da werde ich auch heute dran anknüpfen. Wie gesagt, es ist ja Sonntag. Und ich werde es mir jetzt auch gleich gemütlich machen, werde wahrscheinlich noch ein bisschen Space Marine zocken oder so. Vielleicht ist der Olli oder der Volker auch am Start für ein paar Runden Rocket League. Lassen wir uns mal überraschen und ansonsten, ja, ist das dann eigentlich auch der Sonntag gewesen. Wenn es nicht noch irgendwie was total Spannendes zu erzählen gibt, dann ja, war es das auf jeden Fall für diese Woche dann auch schon wieder. Und dann werde ich mich nachher daran setzen und den Wochenrückblick schneiden und verabschiede mich auch erstmal schon mal. Ansonsten, ja, falls es noch irgendwas Spannendes, wie gesagt, gibt, würde ich mich später nochmal melden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Wochenrückblick. Denkt dran, Daumen nach oben, kommentiert, was auch immer ihr möchtet. Und ja, ich sag erstmal bis zum nächsten Schnipsel.